geht zum Finale von New Super Mario Bros. Wii. Und heute habe ich einen Experten dabei, nämlich den Gamele Mike. Hi. Hi. Yo, Gamele Mike, den kennt ihr ja schon von meinen früheren NCBB Parts. Da war er auch schon dabei. Jetzt feiert er mal wieder sein großes Comeback. Er war ja eine Zeit lang nicht da, weil ja mein Mikroschrottfahrrad ist weg. Boah! Musste ich halt auf Alternative zurückschreiten. Hilfe, was ist hier? Ein P-Switch, okay. Er bestimmt das finale Bowser-Level. Mal schauen, wie das so laufen wird. Heilige Scheiße. Was war denn weiter? Ja, okay, das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Alles klar. Ja, wie oft hast du eigentlich schon NSBW durchgespielt? Ja, 3-4 Mal oder 5 Mal. Auch immer alles 200%? Ja. Alles klar. Alles 100%. Also ihr seht, Mikey ist ein richtiger Experte. Oh, sind wir durch? Also wir haben 2 Starcoins, aber die dritte fehlt. Okay, wir sind durch. Okay. Läuft. Keiner ist mal gestorben beim Posterfight. Ne, wir bleiben beim Fliegenpilz. Ah ne, die dritte Starcoin gab es ja beim Posterfight, ne? Oder? Da steht er im Hintergrund nochmal eine riesige Statue von ihm. Und dann ist Peach. Peach, I come. Der ist aber... Ich glaube, der macht jetzt auch mehr als in NSBU. Aber ich glaube, wir springen einfach drüber. Fliegen einfach drüber. So, und da ist er auch schon weg. Schön. Er zeigt hier mal wieder. Bowser siegt. Alles ist gut. Nein, ist er nicht. Und das da oben ist auch noch. Na okay. Schaut selber. Ich halte die Fresse. Schaut selber. Aber ich glaube, ihr kennt es schon aus dem Original Display. Okay, schaut sich an. What the fuck? You are a faker. Das war Kermit und nicht Peach. Wo ist Peach? Niemand weiß es. Aber was ich weiß ist, dass da unten jetzt jemand kommt, der mich nicht so erfreut. Nämlich ein Riesenposer. Bruder, bleib weg von mir. Ja, Riesenposer verfolgt uns jetzt in einem... Boah! In einer riesigen Strolling-Passage. Und ja, wir können nur vorankommen, indem er uns hier hinspringt oder seine Feuer-Scheiße hier macht. Heilige Scheiße jetzt. Digga, jetzt wird es so ein bisschen eng, muss ich sagen. Und hier ist die letzte Starcoin. Alle Starcoins, Leute. Kommst du? Oh, was? Ey, komm, richtig heftig. Alter, okay, wir müssen den Fliegenpilz behalten. Alter! Boah! Digga, hast du gesehen, wie knapp das war? Ja. Oh mein Gott! Spring! Oh mein Gott! Fuck, von unten kommt Lava weg. Weiß ich wohin? Ich weiß nicht wohin. Keine Ahnung, mein Leben. Digga, ich muss da unten hin. Boah! Ich lebe noch! Alter! Ich lebe immer noch! Oh mein Gott! Es zeigt hinter mir! Bin da runter! Du bist! Oh mein Gott! Digga, ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Fuck! Halt da drauf stehen! Alter! Junge! Die Lava bitte! Nein, Bowser! Bowser, verbiss dich! Im Hintergrund, ganz viele Gummischatten, nein! Fliegenpilz! Fliegenpilz weg! Er steht direkt hinter mir! Oh mein Gott! Nein! Nein! Take this Peach! First try! First try, Bowser Level! First try, Bowser! Meister Beste und Gamele Mike und ich natürlich auch. Komm nur runter, dann kannst du mich endlich belohnen. Natürlich ist es nur ein Luftkuss. Oh Mann. Ja, das war doch ein geiler Gesang, oder?
mal wieder super Talent gesang. Läuft gerade auch sogar im Fernsehen. Aber ich guck die Scheiße. Wirklich, also es ist besser geworden. Es ist besser geworden. Ja, super Talent ist wirklich besser geworden. Oder Superstar, keine Ahnung. Ist ja auch super Talent. Ja, super Talent. Also, ja. Was hältst du davon? Super Talent. Ja, also ich find's jetzt nicht wirklich schlecht. Ich finde das immer so lustig irgendwie. Naja. Ich eigentlich auch, aber meine Mutter, die suchte das vollkommen. Ich gucke halt nur manchmal nebenbei zu. Ja, heute läuft das ja wieder, Samstag. Ja. Samstags kommt das ja. Ja, und Luigi ist am Boden, aber natürlich die Toads. Die haben natürlich auch noch eine heiße Forderung. Mario hat natürlich ganz viel Geld. Oh Mario, hab ich die überhaupt schon? Von der geheimen Welt erzählt. Also von der geheimen Welt erzählt. What? Secret World! Was ist das denn? Ja, gerade haben irgendwie meine Englischkürze nachgelassen. Leute, wir haben Wochenende. Wieso sollte ich Englisch lernen? Ich weiß. Ich hab Ferien. Ha. Ja, ich jetzt in 2 Wochen auch. Ja, und damit endet die Hauptstory von New Super Mario Bros. Wii. Ja, ich hätte nie gedacht, dass wir das überhaupt noch irgendwann in diesem Jahr schaffen, weil ich hatte ja so lange Pause und hatte auch nie dann wieder Bock, irgendwie mit YouTube so weiterzumachen. Keine Ahnung, was mit mir los war. Aber Game Mike, wirklich, du warst eigentlich... Game Mike, da geht auch wieder ein großes Super Game Mike raus. Also ihr müsst mal wirklich sein Kanal wirklich abchecken. Weil er hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich eigentlich wieder mit New Super Mario Bros. Wii oder generell mit Videos anfange, weil er hat mich irgendwann mal so abends angeschrieben, Bruder, wollen wir nicht einfach mal NSCPU aufnehmen? Dachte ich so, echt jetzt? Ich habe jetzt so lange nicht mehr on. Aber, ja, dann habe ich es doch gemacht und dann war ich wieder zurück auf YouTube und dann habe ich das halt mit, und dann habe ich jetzt einfach so viele Abos wieder dazu bekommen. Die sind jetzt auch, wie viel habe ich jetzt? 243 oder so, das ist unnormal krass einfach. Ja. Game Mike hat auch 50, also ihr könnt bei ihm auch mal die 100 hoffentlich mal voll machen. Mach mal bei ihm die 100 voll, Leute. Ihr wollt jetzt auch mit Nintendo-Projekten anfangen. Eine Projekteliste ist auf Instagram, vielleicht verlinke ich auch noch dein Instagram auf hier unter dem Video. Könnt ihr natürlich auch mal bei ihm abchecken. Und ja, jetzt kommt eigentlich mein Fazit zum Spiel. Auf jeden Fall hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Sowas von viel. Auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß als mein originales Play, weil ich glaube, so ab der Ice Phase hat mein originales Play sogar gar nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht, weil ich einfach vollkommen scheiße war. Keine Ahnung. Ich habe ja sogar dann auch wieder eine Pause gemacht, weil ich ja irgendwie überhaupt keinen Bock hatte auf das Spiel. Und wirklich, Real Talk. Bevor ich mein erstes Video auf diesem Kanal hochgeladen hatte, habe ich sogar noch zu mir gesagt, New Super Mario Bros. Wii ist im Moment dein Lieblingsspiel, dein Let's Play ist es jetzt einfach. Ja, und dann hatte ich irgendwie doch nicht so den Spaß daran. Keine Ahnung, deswegen habe ich auch direkt angefangen mit Luigi's Mansion, um einen Ausweg zu haben. Und ja, das ist ja auch noch richtig ins Hass-Let's Play reingekommen. Aber ja, und ich hoffe, danach kam direkt wieder NCPU. Auch wieder Hass-Let's Play, also die Anfänge, die waren schon echt hart von diesem Kanal. Aber ich hab's durchgehalten. Ich hab's durchgehalten. Irgendwann kam ja auch dann... Du kamst doch erst seit meinem Reloaded von diesem Let's Play dazu, oder? Ja, ich weiß nicht genau. Also irgendwann, ich glaube im Februar, da haben wir schon mal einen Stream angefangen zusammen zu machen, aber an einem Let's Play, da war ich hier dabei. Also, ja. Mhm. Das erste Mal. Ja. Ja, auf jeden Fall, Musik ist natürlich top. Schwierigkeit, ja, das ist auf jeden Fall zu sehen. Manchmal, an manchen Stellen hätte man es klitzekleines bisschen leichter machen können, an manchen Stellen aber auch ein bisschen schwerer. Zum Beispiel die geschenkten Star Coins, die hätte man natürlich noch ein bisschen besser machen können. Vielleicht mit so ganz kleinen Aufgaben. Aber ja. Kann man jetzt nichts dran ändern, hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, das Let's Play. Aber es ist natürlich noch nicht zu Ende, wir werden noch die Sternwelt machen und danach uns noch die ganzen Videos angucken, die man mit Schloss machen kann, sehen kann. Dafür brauchen wir ja alle Sternmünzen und die werden wir natürlich auch mit Game Mike zusammen uns angucken und uns richtig kaputt lachen, wie die Leute da abgehen.
Aber es kommt natürlich auch erst im letzten Part. Der wird natürlich bestimmt irgendwie eine Stunde gehen oder so. Und ja, Bowser's Castle bricht auf Bowser. Bowser hat natürlich diese 100 Millionen Tonnen überlebt, natürlich. Ach so, ah ja, es ist gerade umgefallen. Aber, nein. Er ist nicht tot. Er lebt noch. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch Zeit haben. Scheiß einfach drauf, wir machen noch Welt 9.1. Ich weiß gerade gar nicht, ob das... Hey, what the fuck? Du hast hier ein Tothaus? Ja, keine Ahnung, ich habe mir einfach so eine Save-Datei von so einem Internetportal runtergeladen. Und der hat anscheinend... Ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich kann mich noch an das erste Level so ungefähr dran erinnern, das war eigentlich noch ganz easy. Ja, sag das jetzt und nachher ist es... bringt es ihn um. Ja. Ich kann mich eigentlich auch selbst umbringen, nein, Spaß. Ich möchte einfach nur hier dieses Item... Das ist die Eisblume, okay? Ich kann mich an ein heftiges Level erinnern, das war mit den Kugelwillis. Da waren die Starcoins so heftig, da hatte ich nur nicht mal Bock drauf. Digga! Lass mich! Junge, wie diese Parkour immer so viel Stress machen, ne? Das ist unnormal. Natürlich wird auch Game Mike bei den anderen Projekten auch dabei sein. Zum Beispiel bei Pokémon X haben wir jetzt auch gerade einen Part aufgenommen. Aber der kommt natürlich vor Ende des MBB. Ja moin, ey. Der kam gestern hoch, aber wir nehmen gerade ein bisschen mehr auf als geplant. Wir haben einfach Spaß. Wir haben einfach Spaß. Lasst uns doch einfach. Lasst uns doch einfach. Ich bin in Welt 9. Fand ich irgendwie dieses Wüstenlevel da irgendwie am allerschwersten. Ne? Dieses Scrolling-Level war das, glaube ich. Erinnerst du dich daran? Ja, ich erinnere mich dran. Das war glaube ich das Schwierigste. Alles klar, Mann! Ja, das Level ist ein bisschen einfach. Für dich. Ja, sag doch, du verlierst das Pilz, ey! Ich bin so ein Idiot. Auf jeden Fall. Pass auf! Okay. Ich bin der First Try Master. Einfach. Und du bist einfach, wenn du dabei bist, mache ich halt einfach alles First Try. Oder bei beiden Kanälen natürlich.